Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Corbin und Klaus zusammen mit Protoss Lernvideos gegen ein Zerg unranked. Klaus, was machen diese ganzen unranked-Leute gegen mich? Ich habe keinen Plan. Also auch dieser ganze Kram mit letztens da auf dem Asia-Server, wo wir unranked Diamond, unranked Platin, Silber, Diamond gekriegt haben, das hat mich alles verwirrt. Wobei ich habe ja mit einem der anderen da gesprochen, da war, also einer war Master Terran, der Offways gespielt hat, war dabei. Also das ist jetzt natürlich dann kein schlechter Spieler, ne? Auch wenn er unranked ist. Der war halt auf anderem Server, auf EU war, das war der Master. Das Spiel haben wir auch verloren. Ich weiß. Ich denke einfach, dass das Leute sind, genau wie bei uns, die halt ihre Placements erst spielen, aber deren MMR halt extrem hoch ist. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Und ich, warum auch immer, es kann ja sein, dass auch einfach bei denen in den ersten drei Spielen, in den ersten drei Placements Leute gelieft sind. Und dann haben sie auf einmal Platin-MMR oder so. Wobei sie eigentlich wie Bronze-Leute spielen. Das kann ja auch passieren. Auch das kann passieren. Aber sie können, wenn sie Placement-Matches machen, 5 Stück, keinen hohen MMR haben. Das geht in Heart of the Swarm nicht. Der MMR beginnt ja komplett neu. Also von Wings of Liberty wird da nichts übernommen. Klaus, du hast mich nicht daran erinnert, eine Wall zu bauen. Ich wusste nicht, dass wir Zerg spielen. Wir spielen auch nicht Zerg. Ich habe gegen Zerg, ja, aber ich habe hier Werbung. Das darfst du nicht Aber ich habe das vergessen. Und die angesagt. dauert manchmal 5. Ja, gut, da habe ich nicht drauf gehört. Ja. Weil du mich auch ganz schon oft schon verarscht hast mit sowas. Ja, ich habe dir ja zu Beginn auch gesagt, dass wir gegen einen Grandmaster spielen. Genau. Aber ich meine, dass das nicht stimmt, das, ne? Das ist halt das Problem. Du bist schon so ein guter Lügner geworden, dass man nicht mehr weiß. Dazu noch die Emotionslosigkeit. Ja. Ist halt schwer. Ist echt schwierig, jemand, der keine Emotionen hat, zu lesen, wann der lügt. Weil Genau. meistens liest man das ja anhand von Emotionen. Boah, der hat meine Probe getötet. Der hat die abgefangen und getötet. Gleich hier zusammen. Oh nein, er hat mir doch eine Probe getötet. Klaus, ich sterbe. Du bist jemand, der gegen Sixpool verliert, was soll ich sagen? Da verliert man noch mal ein paar Probes. Das war jetzt nicht nett, Klaus. Das hat mich persönlich verletzt. Das Hör auf zu glaube ich lachen. nicht. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du ihn nochmal scoutest und Ja. schaust, ob da unten eine Base gebaut wird, weil da wurde Gas gebaut, da wurde ein Pool gebaut. Und das kann immer böse Sachen bedeuten. Von mir aus Baue ich kannst mal du auch die einen Zealot Forge schicken, wie du zuerst. willst. Ich baue die Forge zuerst. Perfekt. Und weil wir schon dabei sind, Und hol von und so rüst viel dir mal einen Gas. Zeloten. Ja? Und so viel Gas? Und von dem ersten Gas kannst du deinen geliebten Mothership-Core bauen, den wir dann im Kampf wieder in irgendwas reinschicken. Das Das finde ich ist klingt immer so super. geil. Ja, das ist einfach ein Kack-Unit. Ich bleib dabei. Und deswegen sehe ich das nicht anders zu benutzen. Weil alle Wobei beschweren du sich, irgendwann. Mothership Core hier, Mothership Core da. Der ist auch stark, aber ich mag den nicht. Okay, er hat eine Echse und er hat Okay. 4 Linge. Okay, hört sich doch gut an. Oh, ich habe irgendwie pur Micro. AKA gar kein Micro. Speed ist durch. Ich habe nur einen Link getötet bekommen mit meinem Zealot. Es gibt Leute, die schaffen es mit einem Zealot, alles zu töten, was der Gegner hat. Die gesamte Base. Gegen Sechslinge sehen sie meistens auch alt aus. Ja. Aber gegen 4. Und 20 Drohnen. Das kriegen sie normalerweise hin, ja, das stimmt. Aber keine Sorge, Gold, Platin, die Gist kriegt das auch nicht hin. Dafür sind die Videos ja. Damit die das lernen. Wir könnten da unten irgendwann Pylon noch ein gebrauchen. Pylon gebrauchen. Ja, habe ich aber auch gerade so gedacht. Und dann habe ich so einen gebaut.
Und dritte Scout mit dem Mothership Core, das ist hervorragend, was du alles machst. Es ist total super. Ich weiß. Bin so glücklich. Ich mache auch YouTube-Videos, du kannst dir die angucken, das ist so. Ne? Mache ich solche Sachen ganz oft und dann mögen mich die Leute und die feiern mich dann. Ich hätte auch noch die Bitte, dass hinter die Forge noch eine Cannon kommt. Nö. Eventuell, wenn ich mal den Mineralien über habe, aber. Im Augenblick habe ich ja nicht mal genug Mineralien, um mir Worker zu leisten, von daher. Okay. Er hat noch keine dritte. Deswegen sage ich ja, wenn da Bandlinge kommen, wird das dunkel für uns. Ich habe jetzt Du könntest übrigens die Watchtower einnehmen, bei ihm oder bei uns. Ich würde eher die bei ihm einnehmen, aber. Ich würde einfach die bei. Okay, da stehen Linge. Ich glaube, die will ich gar nicht einnehmen, wenn da Linge stehen, so. Okay. Ich nehme die beiden ein, auf denen vielleicht keine Linge stehen, weil die eher selten genommen werden. Zumindest sagt mir das beim Metagame verseuchter. Ne? Sonst was. Wir könnten auch einfach mit einem Stalker hingehen. Also, ja, wir könnten natürlich mit Mothership Core und ein paar Units hingehen, weil, wenn dann 30 Milliarden Linge kommen, können wir ja zurückwarpen. Also, Watchtower haben ist schon nicht verkehrt, aber gut. Mach wie du meinst. Okay, der hat an jedem blöden Watchtower ein Unit stehen. Dann machen wir das jetzt nämlich auch. Dann gehen wir da jetzt nämlich mit einem kleinen Stalker-Männchen hin. Machen da die Wall mal ein bisschen enger. Den Link vor der Rampe würde ich auch mal töten. Meinst du? Ja, können wir machen. Aber jetzt kommt der Immortal noch raus? Kommt der Immortal noch raus? Ich glaube. Ja, kommt er noch. Okay. Achso, ich bin richtig dumm. Du kannst ja mit dem Mothership Core alleine die Linge da in den Watchtowern töten und dann welche hinstellen. Echt? Geht das, Klaus? Das geht. Habe ich noch vergessen. Ich Dummkopf. Ha, habe ich nämlich auch im unteren Watchtower sogar gemacht. Einfach so in Eigenregie. Und Pylons, injected. Habe ich das da richtig gesehen? Da kam von rechts Linge an. Könntest du mal rechts mit deinem ersten Observer scouten, ob da eine Hidden Base rechts kommt? Da kam Nidus, dann bau den bei mir in die Base. Glaube ich. Ich glaube zumindest, dass er bei mir in der Base ist. Also, ja, ist bei mir in der Base. Oh, das wird ein sonst Base. Oder soll ich Recall machen und soll es langweilig gestalten? Mach Recall. Bitte. Gestalten wir es langweilig. Ja, alle Linge tot. Och, Mr. Protoss. Ja, du bist der dritte Base mittlerweile. Ja, einfach alles töten. Oh, der hat überhaupt keine statische Defense. Ich sehe es alles 10 Sekunden zu spät, ist mir ja bewusst. Ja, wir haben schon gewonnen. Traurig und langweilig. Das Spiel hat keinen Spaß gemacht. Was war das denn für ein All-In? Der hat 10 Minuten 30 Linge in meiner Mainbase All-In. Ne, hat mir keinen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.